Angefangen hat das alles schon im März. An dem Freitag sind wir zur Schule, ganz normal, danach nach Hause. Und Samstag kam dann die Nachricht, dass die Schule für die nächsten 5 Wochen geschlossen wird. In dem Moment hat bei uns eigentlich absolutes Chaos geherrscht, weil keiner wusste, wie das jetzt weitergeht mit dem Abitur. Man fühlt sich verarscht, weil man sich denkt, das war das, worauf ich jetzt die letzten 12 Jahre für mich hingearbeitet habe, und dann kommt sowas. Man kann unser Abitur mit keinem bis jetzt vorher dagewesenen Abitur vergleichen, weil die Bedingungen und unter den Voraussetzungen, unter denen wir das schreiben, sind bis jetzt noch nie so gewesen. Man freut sich halt so darauf, irgendwie endlich das Abi in der Hand zu halten, und dann hat man nicht die Möglichkeit, das mit Leuten zu teilen, mit denen man das gerne teilen würde. Das Letzte, was ich jetzt mit aus der Schule nehme, ist, zu fünft in einem Zimmer zu sitzen mit Mundschutz. Ist natürlich nicht die schönste Erinnerung, die man an die Schule hat. Wie waren die letzten Wochen für dich? Wir haben seit ein paar Wochen Online-Schule und bekommen täglich Aufgaben oder haben täglich Aufgaben bekommen, die wir lösen mussten, mehr oder weniger. Einige davon wurden auch bewertet, aber es wurde ja schon gesagt, dass zumindest hier in Sachsen von den Vornoten, also von der Anzahl der Vornoten, abgesehen werden soll oder werden kann, weil es halt einfach nicht zu realisieren ist. Und seit 2 Wochen gehen jetzt zumindest die Abschlussklassen bei uns wieder in die Schule. Wir haben durchschnittlich 6 Stunden am Tag ungefähr, und das aber auch nur in Prüfungsfächern. Und wir sitzen die ganze Zeit mit Mundschutz da. Momentan gibt es für uns sehr viele Veränderungen, teilweise auch recht kurzfristig. Die ganze Vorbereitungszeit wurde uns genommen. Und auch hätten wir noch einige Arbeiten schreiben müssen. Und so fehlen uns auch in einigen Fächern Noten, was das alles ein bisschen komplizierter gemacht hat. Man ist so schon aufgeregt aufs Abitur. Und dann 6 Wochen keine Schule, wir hatten ja noch 1 Woche Ferien, dann hatten wir 1 Woche Konsultation und dann war schon Abitur. Meine letzte Zeit in der Schule ist so abgelaufen, dass ich in der unterrichtsfreien Zeit teilweise vereinzelt Online-Unterricht über Skype etc. und so hatte und halt teilweise in einem kompletten Klassenverband mit 20, 30 Mann zusammen der Lehrer eine Unterrichtsstunde gegeben hat. Aber es war auch die Möglichkeit da, dass man mit dem Lehrer einzeln mal chatten konnte oder sich über online unterhalten konnte. Leider war das nicht in allen Fächern an meiner Schule vergeben. Es gab auch Fächer, in denen ich keine Aufgaben erhalten habe und auch keine Möglichkeit, online irgendwie Unterricht zu erleben. Viele Dinge kann man sich vielleicht zu Hause auch selbst beibringen, habe ich auch geschafft. Aber es gibt gewisse Sachen, zum Beispiel Mathematik oder so, die man einfach nur durch Erklären manchmal auch versteht. Oder auch Biologie oder Geschichte, um Zusammenhänge zu verstehen, ist so ein Unterrichtsgespräch oder ein allgemeiner Unterricht sehr, sehr wichtig. Wie fühlst du dich dabei? Was macht dich wütend oder worüber bist du froh? Ich habe probiert, irgendwie zu lernen und mich zu konzentrieren und habe aber gemerkt, eigentlich, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann mich nicht fokussieren auf irgendwas und alles ist irgendwie wirr in meinem Kopf. Und ich glaube, ich habe 7 verschiedene Lernpläne gemacht und muss die immer wieder neu anfangen, weil ich dann doch wieder was nicht geschafft habe, weil irgendwas dazwischen kam. Ich musste die Lage erstmal überhaupt realisieren. Und dann fühle ich mich manchmal gut. Aber sobald ich dann wieder ein bisschen mehr drüber nachdenke, was gerade so los ist, merke ich, dass das meine Laune sehr runterzieht und ich dann eine Frage stelle, weshalb das Abitur überhaupt gerade so wichtig ist. Weil es scheint mir eigentlich sehr nichtig gerade zu sein. Ein Karussell von Emotionen. Dementsprechend fühle ich mich benachteiligt, gleichzeitig aber auch ein bisschen traurig, dass halt, wie gesagt, keine Rücksicht auf uns bis jetzt genommen wird. Ist natürlich nicht die schönste Erinnerung allgemein an die letzte Schulzeit eigentlich. Aber ich muss auch sagen, ich bin trotzdem froh, dass die Prüfungen stattfinden, dass es nicht verschoben wird. Das ist auch eine Sache, wo man drüber dankbar sein kann. Was man halt nicht ändern kann, ist, dass es genau uns treffen musste. Aber
Ganz ehrlich, mir würde jeder leid tun, dem das trifft. Ich bin aber auch genauso froh, dass es mich getroffen hat, weil ich weiß, ich bin nicht alleine. Wenn ich Hilfe brauche, ganz besonders Hilfe brauche, wo mir kein anderer helfen kann, da weiß ich, ich kann immer beten und dann wird mir auch geholfen. Kannst du deinen Abschluss machen? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Ja, ich kann meinen Abschluss machen. Unter besonderen Umständen. Wir haben verschiedene Hygienemaßnahmen einzuhalten in der Schule. Das heißt, wir gehen mit Maske in die Schule. Wir haben einen Rechts-Links-Verkehr eingebaut, sodass wir uns auch nicht in die Quere kommen. Und wir haben die Abstände einzuhalten, was jetzt bei den Prüfungen eh der Fall ist. Also wir können jetzt noch weniger schummeln, wenn wir das wollen. Wenn ich ehrlich drüber nachdenke, bin ich auf der einen Seite etwas enttäuscht, weil, wie gesagt, nichts am Abitur geändert wurde. Es wurde so geschrieben, wie es vor einem Jahr, als das Ganze noch nicht bekannt war, geplant wurde. Bis jetzt sind auch keine Erleichterungen oder Vereinfachungen in irgendeiner Form vorgesehen. Und gewissermaßen ist man natürlich auch benachteiligt. Weil 6 Wochen fehlender Unterricht, das merkt man schon. Wenn man sagt, man würde es irgendwie gerne nochmal durchsprechen, wird einem halt gesagt, naja, wir haben keine Zeit dafür und ihr wollt ja quasi die Studierfähigkeit erlangen und deswegen müsst ihr selbst in der Lage sein, euch das irgendwie selber beizubringen. Aber gerade wenn es darum geht, ein Thema, was wirklich auch prüfungsrelevant ist, sich selbst anzueignen, finde ich das im Abitur ein bisschen makaber, das einem sozusagen. Also wie wir wissen, wir dürfen die Prüfungen schreiben, das wissen wir, aber unter welchen Voraussetzungen wissen wir nicht, weil das erfahren wir erst später. Ich habe mich in dem letzten Jahr vor Abschluss jetzt so da gesteigert, dass ich relativ gute Chancen auf einen erweiterten Realschulabschluss gehabt hätte, was durch Corona nicht mehr so möglich ist, weil mir jetzt halt haufenweise Themen fehlen, die ich nicht mehr nachgearbeitet kriege. Und dadurch habe ich auch ein paar Probleme jetzt in der Schule mit dem Hinterherkommen. Wie fühlt man sich, wenn man so lange auf etwas hingearbeitet hat und dann plötzlich über allem ein fettes Fragezeichen hängt? Man fühlt sich verarscht, weil man sich denkt, das war das, worauf ich jetzt die letzten 12 Jahre für mich hingearbeitet habe. Und dann kommt sowas und dann ist es auch erst unsicher, ob wir überhaupt unser Abi schreiben. Und dann spekuliert man natürlich darauf, sein Abi nicht schreiben zu müssen. Wobei man dann auch in ethischen Konflikt kommt, weil man sich dann theoretisch wünscht, dass die Corona-Lage schlechter ist, als sie eigentlich sein sollte. Und das ist auch nicht gut. Und diese Unsicherheit generell, die nagt an der Motivation. Also Motivation ist in den Corona-Zeiten für mich zu einem Fremdwort geworden. Jetzt klanglos, geräuschlos, ohne einen richtigen Abschied gehen zu müssen, finde ich persönlich ein bisschen traurig. Weil unser Jahrgang hat keine Mottowoche gehabt, hat keinen letzten Schultag, wo man mal feiern kann, wo man mal die Sau rauslassen kann. Wir hatten einen Sketch geplant mit 30 Seiten Skript, das war alles schon fertig. Dass jetzt alles abgesagt werden musste, die ganze Arbeit, die man auch hatte und wo man sich auch gefreut hat, dass man quasi belohnt wird, das war natürlich nicht schön. Es wurden halt schon Locations und so gesucht. Das kann jetzt wahrscheinlich alles nicht stattfinden, weil auch die Locations von sich aus jetzt gesagt haben, dass sie das nicht wollen oder nicht dürfen und nicht können. Und deswegen, ja, haben wir halt überlegt, ob wir wenigstens im kleinen Rahmen irgendwie eine Party machen, aber das wird halt dann nicht so in dem typischen System Abiball. An der Universität wird zumindest hier in Bonn immer ein großes Fest veranstaltet, wo dann auch eine Urkunde verliehen wird. Und man sitzt dann dort mit Talaren im Raum oder im Zelt und das wurde alles abgesagt, generell für die komplette Universität Bonn. Was ziemlich ärgerlich ist, weil dieser emotionale Abschluss des Studiums fehlt. Es ist einfach schade, dass uns diese Zeit so genommen wurde, weil es ja auch unsere letzte gemeinsame Zeit im Klassenverband ist. Danach geht ja jeder in eine andere Richtung, Studium, Auslandsjahr, wir verstreuen uns ja komplett. Und diese letzte Zeit, die man zusammen verbringt, die hatten wir komplett nicht. Also uns wurden die Mottowoche genommen, der letzte Schultag mit dem Abi-Streich ist ausgefallen und leider auch der Abiturball.
was uns eigentlich alle ziemlich hart getroffen hat, weil das ist so das Event, worauf man sich nun mal freut, die 12 Jahre lang. Der letzte gemeinsame Abend miteinander. Ob ich trotzdem feiern werde? Ja, in Maßen, so wie es gerade möglich ist und wie es verantwortungsvoll ist. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf und wenn wir trotzdem die Situation so akzeptieren, wie sie ist und dafür Verständnis haben, dann können wir auch das Beste draus machen. Also können uns hier vorne auf der Wiese treffen und im Abstand eine Pizza essen und ein Bierchen trinken. Wir als Jahrgang haben vor, unseren Abiturabschlussball nachzuholen. Meinetwegen im Oktober, November vielleicht nachholen können, weil es ist viel Vorbereitung in zum Beispiel unseren Abiball geflossen und auch viel Geld schon. Wir haben viel Geld gesammelt durch Kuchenverkäufe oder Spendenaktionen. Wir wollten im Garten bei meiner Schwester feiern, einfach den Abend mit meiner Familie, Freunden, meinem Freund ausklingen lassen und einfach genießen. Ob wir trotzdem feiern werden, wissen wir nicht. Das entscheiden wir dann kurz vorher und wie sich die Lage bis dahin gebessert hat. Das einzige Trostpflaster ist, dass jetzt hier in Nordrhein-Westfalen zumindest die Gastronomien langsam wieder aufmachen. Und ja, das heißt, im Familienkreis kann dann demnächst gefeiert werden. Was ich sehr schön finde und auch wichtig finde, dass man dann auch diesen wichtigen Lebensabschnitt dann zumindest mit seinen Verwandten und Freunden eventuell begießen kann. Es gibt vielleicht eine kleine Ersatzfeier im Schulkreis, aber das ist absolut nicht dasselbe. Und das ist auch der Punkt, den wir alle sehr, sehr bereuen. Und da aber nichts ändern können. Das ist einfach dieses Jahr so, damit müssen wir leben. Dazu habe ich zu sagen, dass mir auf jeden Fall das Gottvertrauen in vielen Situationen nochmal Kraft geben konnte und doch irgendwie eine Perspektive geben konnte und einfach meine Sorgen ausspreche und auf das Beste hoffe und dass ich doch auch mit der Situation klarkommen werde. Und das gibt einem dann doch irgendwie wieder Kraft, Mut, Zuversicht.